Der Großbritannien Grand Prix 2017, liebe Motorsportmagazin.com-Leser, der war ein gutes Rennen lange Zeit, aber am Ende wurde dann im wahrsten Sinne des Wortes noch zum richtigen Kracher. Drei Runden vor Rennende ist bei Kimi Räikkönen der linke Vorderreifen hochgegangen, eine Runde später bei Sebastian Vettel. Kimi hatte noch Glück im Unglück, kann man sagen, denn bei ihm sind nur so ein paar Fasern rausgekommen aus dem Reifen. Er konnte dann noch in relativ schneller Fahrt zurück an die Box zurückkehren. Bei Sebastian Vettel eine Runde später an der gleichen Stelle übrigens. Da hat es den Reifen deutlich schlimmer erwischt. Er ging dann sofort richtig kaputt und er musste dann auf eigentlich drei Reifen zurück an die Box humpeln. Ist am Ende nur auf Platz 7 ins Ziel gekommen, deswegen jetzt in der Weltmeisterschaft nur noch ein Punkt vor Lewis Hamilton. Davor waren sie ja 20. Kimi Räikkönen wurde dann letztendlich noch Dritter. Die Frage ist, wer hat Schuld an dem ganzen Reifendesaster? Ist es Pirelli? Ist es Ferrari? Pirelli hatte hier in Silverstone eine ganz bewegte Geschichte, kann man sagen. 2013 sind sehr, sehr viele Reifen hier draufgegangen. Ich glaube, 5 Reifenschäden an einem Wochenende. Sebastian Vettel hat auch eine eigene Geschichte mit Pirelli. 2015 in Spa hat er im Rennen einen Reifenschaden erlitten, hat dadurch eine Podiumsposition verloren. Letztes Jahr in Österreich auch einen Reifenschaden. Das heißt, der ist eigentlich nicht ganz so gut zu sprechen auf die Italiener. Da gab es ja auch mal diesen bekannten Friedensgipfel. Heute hat er sich ein bisschen zurückgenommen, was die Kritik an Pirelli angeht. Er hat zwar schon gesagt, ja, das kann eigentlich nicht sein und wir konnten das nicht ahnen, dass da sowas passieren wird. Aber er ist nicht so richtig auf Pirelli losgegangen, also war da schon deutlich überlegter in seiner Wortwahl. Frage, war er überlegter, war er ein bisschen defensiver, weil er wusste, Ferrari hatte Mitschuld? Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sagen. Pirelli hat zwar schon eine erste Analyse hier an der Strecke vorgenommen, allerdings dauert die richtige Analyse dann doch noch. Wir müssen vielleicht die Woche nach dem Grand Prix jetzt hier noch abwarten. Die einzelnen Reifenteile, die noch übrig sind, wurden jetzt schon nach Mailand in das Pirelli-Labor geschickt. Und dann wissen wir mehr. Die erste Analyse, die uns Pirelli mit auf den Weg geben konnte, Mario Isola hat da gerade noch eine improvisierte Media-Session abgehalten, die sehr nützlich für uns war. Und der hat uns erklärt, dass bei Kimi Räikkönen was anderes passiert ist als bei Sebastian Vettel. Denn bei Räikkönen ist die Luft im Reifen geblieben, die Karkasse war am Ende auch dieser Runde noch instand. Während hingegen Sebastian Vettel die komplette Luft verloren hat und deswegen hat es den ganzen Reifen auch so schön zerfetzt. Und deswegen glaubt man bei Pirelli, dass das unterschiedliche Ursachen sogar hat. Die genauen Ursachen, die weiß man natürlich noch nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, Ferrari ist zu lang mit diesem Reifen gefahren, auch wenn es ein bisschen den Anschein hat. Vettel ist 31 Runden lang gefahren, bis der Reifen hochging. Ich glaube, bei Kimi Räikkönen waren es 25. Man kann auch nicht sagen, dass irgendwelche Trümmerteile eingefahren wurden. Also da muss man wirklich noch eine genauere Analyse abwarten. Man hat gesehen, dass die Rundenzeiten extrem hoch gingen bei Sebastian Vettel. Und dann hätte man vielleicht vermuten können, ja, war schon ein Anzeichen, dass die Reifen nicht mehr lange mitmachen. Ich habe Sebastian das auch gefragt, denn bei diesen anderen Reifenschäden, die er hatte in Spa und in Österreich, war es ja eben nicht so. Und das war die große Kritik. Diese Reifenschäden waren nicht vorhersehbar. War es jetzt hier in Silverstone vorhersehbar oder nicht? Vettel hat gesagt, nein. Dieser extreme Drop-off, also der Abfall der Rundenzeiten, kam daher, weil als Valtteri Bottas an ihm vorbei war, gab es keinen Grund mehr irgendwie zu fighten hinter ihm, war ewig lang nichts, hatte keine Chance mehr den Bottas zurückzuholen und deswegen sofort alles runtergedreht und ist deswegen so langsam gefahren. Wir können das von außen natürlich nicht ganz so gut beurteilen, da müssen wir uns auf die Aussagen von Ferrari verlassen. Ferrari wird Pirelli wahrscheinlich auch dabei behilflich sein oder muss Pirelli dabei behilflich sein bei der Analyse, gibt die Daten dann raus und dann hat man uns versprochen, ja, kann man genau sehen, welche Vibrationen es da gab, ob vielleicht dieser eine extreme Verbremser von Vettel im Zweikampf gegen Bottas dafür verantwortlich war. Aktuell, meinte Mario Isola, glaubt er das nicht. Also man hat es gesehen, aber eher unwahrscheinlich, dass der dafür verantwortlich ist. Es gibt auf jeden Fall noch viel Gesprächsstoff, auch weil Pirelli ja eigentlich die härteren Reifen hier mitbringen wollte, also Soft, Medium und Hard. Auf Drängen der Fahrer hat man sich dann umentschieden, weil die in Spanien so unzufrieden waren mit der Reifenmischung, also vor allem mit dem harten Reifen, dass man gesagt hat, okay, wir kommen euch entgegen, bringen weichere Reifen und dann passiert natürlich sowas wie hier. Das ist so der Super-GAU eigentlich, den man sich vorstellen konnte. Auch was das für die zukünftige Reifenwahl in dieser Saison noch für Auswirkungen haben könnte, ob vielleicht der Hard doch wiederkommt, obwohl man ihn eigentlich schon in die Tonne gekloppt hatte. Das steht alles noch nicht fest. Da müssen wir jetzt einfach die Analysen von Pirelli abwarten.